mein Volk geht ja zu Ende. Also diese Phase, diese Form der Geschichte des Nomadentums wird früh oder spät zu Ende gehen. Denn die vierte Welt kann dem Druck der modernen Zeit nicht mehr standhalten. Vielleicht in 50 Jahren, vielleicht in 100 Jahren. Aber wir wollen wenigstens die Gehspuren eines Volkes hinterlassen. Endlose Weiten, hohe Berge und staubige Pisten empfangen den österreichischen Fotografen Gernot Gleiss und seine Assistentin Sherry Lee Topp aus Südafrika am Flugplatz in Ölgi, im äußersten Westen der Mongolei, nahe der Grenze zu China und Russland. So, los geht's. Gernot Gleiss ist auf dem Weg zum Volk der Tuwiner, um das Leben, die Sitten und Gebräuche dieser turkstämmigen Nomaden in seinen Fotografien festzuhalten. Die Weite der Landschaft ist wie ein Symbol für die Gleichförmigkeit und Langsamkeit des nomadischen Lebens, an dem Gernot Gleiss nun 3 Wochen lang teilhaben wird. Gemeinsam mit neuen Texten des Schriftstellers Galsan Chinak, dem obersten Schamanen und Stammesführer der Tuwiner, will er seine Bilder in einem Buch herausbringen. Galsan Chinak erwartet die Gäste aus Österreich bereits und hat einen Fahrer geschickt, der die beiden ins Herbstlager der Tuwiner bringen soll. Der hohe Altai diesseits und jenseits der mongolisch-russischen Grenze ist die angestammte Heimat der Tuwiner. In der autonomen Republik Tuwa, gleich hinter der Grenze, leben etwa 200.000. Auf mongolischer Seite sind es gerade noch an die 4.000 bis 5.000. Nach etwa 4 Stunden Fahrt ist die Jurte von Galsan Chinak erreicht. Der Stammesführer, der jedes Jahr 3 Monate bei seinem Volk lebt, begrüßt seine Gäste nach der langen, anstrengenden Reise. Ein halbes Jahr zuvor haben Gernot Gleiss und Galsan Chinak bei einem Treffen in Europa ihr gemeinsames Buchprojekt beschlossen. Mit Texten des tuwinischen Schriftstellers und Fotografien aus dem Alltag der Nomaden soll es zum Dokument eines Volkes werden, dessen Lebensraum bedroht ist und dessen traditionelle Lebensweise langsam schwindet. Ich freue mich ganz einfach sehr darüber, dass ihr gekommen seid. Zur Begrüßung gibt es gesalzenen Milchtee und Schafskäse. Galsan Chinak erklärt seinen Gästen, wie wichtig seine Arbeit als Schriftsteller ist, um auf die Anliegen seines Volkes aufmerksam zu machen. Die halbe Erde ist jetzt um mich herum. Ich habe so viele internationale Preise bekommen als Schriftsteller. 30 deutschsprachige Bücher. Es gibt Bücher in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Hebräisch, Japanisch, Koreanisch, überall in verschiedenen Sprachen. Es ist wunderbar, wie du schreibst. Du schreibst, denke ich, aber auch so, wie ein Mongole gut Deutsch schreibt. Du sprichst perfektes Deutsch. Das ist definitiv ein anderes Deutsch. Das ist so, so halb nomadisch. Aber jedes Land, jede Kultur erzieht einen, fällt mir gerade ein. Weißt du, die europäische Zivilisation hat mich erzogen. Hat mich fertig gebacken als Geistwesen.
Also hiesige Kultur hat mich fertig gebacken als Seelenwesen. Mein Geist ist europäisch, meine Seele ist nomadisch. Galsan Chinak kennt die Steppe, die Flüsse, die sie durchziehen, die Berge und Schluchten des Hohen Altai, vor allem aber die Menschen, die hier leben, wie kein Zweiter. Er wurde hier geboren, als Irgit Chinuk bei Oglu Churukuwa, im Winterlager 1944, als jüngster Sohn einer tuwinischen Schamanin. Seinen mongolischen Namen Galsan Chinak hat er erst später angenommen, um in Leipzig Germanistik studieren und als Regierungsübersetzer in der DDR arbeiten zu können. Anfang der 1980er Jahre, nach seinem Studium, hat er schließlich begonnen, die Geschichte der Tuwiner in unzähligen Geschichten niederzuschreiben. Auf Deutsch. Es ist sehr schwierig, hier im Hohen Altai, im heutigen Hohen Altai zu wohnen. Hier sind auf engstem Raum drei Nationen und drei Religionen. Hier sind Mongolen mit ihrem Buddhismus, hier sind Kasachen mit ihrem Islam und wir Tuwa schließlich mit unserem Schamanentum. Und ich versuche auszugleichen. Und ich bin gegen jegliche Gewalt und ich sage Friede, Friede, Friede. Etwas mehr als 2,5 Millionen Menschen leben in der Mongolei, einem Land 4,5-mal so groß wie Deutschland. Die Tuwiner sind eine kleine Minderheit, deren nomadisierende Lebensweise bereits von den kommunistischen Machthabern in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekämpft wurde. Viele Tuwiner haben damals ihre Heimat verlassen, um sich in der Hauptstadt Ulaanbaatar oder anderen Städten niederzulassen. In seinen Romanen, Erzählungen und Gedichten hat Galsan Chinak das Leben und den Überlebenskampf seines Volkes festgehalten und ihm damit eine Stimme gegeben. Vor allem bin ich die Stimme des Volkes deswegen geworden, weil mein Volk keine Schrift hat. In der Geschichte nie eine Schrift gehabt hat. Und deshalb hatten wir keine Möglichkeit, von uns etwas hören zu lassen. Also seit ich Bücher schreibe und die in verschiedenen Ländern veröffentlicht werden, wird unsere Stimme überall gehört. Mit Sonnenaufgang beginnt der Tag bei den Nomaden. Alle, auch die Kinder, gehen ihrer Beschäftigung nach. Die Schaf- und Ziegenherden werden auf die Weideflächen getrieben. Und in den Jurten wird die frisch gemolkene Milch der Jagdkühe und Pferdestuten gleich weiterverarbeitet. Das Leben ist einfach und alles, was eine Familie besitzt, findet in der Jurte Platz. Also was wir besitzen, gehört allen. Wir sind keine besessenen Besitzer. Wir wollen mit so wenig wie nur möglich auskommen. Da sind wir stolz, dass wir wenig besitzen und trotzdem zufrieden sind. Und wir sehen in der heutigen Stadt, die Menschen besitzen immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber die werden in der Seele immer hungriger, hungriger, hungriger und am Ende werden sie unglücklich. Das wichtigste Fortbewegungsmittel in der Steppe ist auch heute noch das Pferd. Galtai, Galsans jüngster Sohn, hat Gernot Gleis und Sherry Taub eingeladen, mit ihm gemeinsam seinen Onkel Dondok zu besuchen, der seine Jurte etwa eine Reitstunde entfernt vom Herbstlager aufgeschlagen hat. Thank you.
Der Ritt lässt die beiden Gäste aus Europa ein wenig von der Ursprünglichkeit und Freiheit nomadischen Lebens in der Steppe erahnen. Mehrmals im Jahr verlegen die Tuwiner ihre Lager, ziehen weiter, immer dorthin, wo es ausreichend Wasser und Gras für die Herden gibt. Und im Winter in die Berge, die Schutz bieten vor den eisigen Winterstürmen bei minus 40 Grad. Doch die traditionellen Weideplätze werden ihnen oft von Kasachen streitig gemacht, die vor etwa 100 Jahren als Flüchtlinge der russischen Oktoberrevolution aus dem Westen in die Region eingewandert sind und mittlerweile die Bevölkerungsmehrheit bilden. Die Begrüßung ist herzlich. Der alte Dondok und die anderen Familienmitglieder freuen sich über das Wiedersehen mit Galtay und die beiden Gäste aus Europa. Besucher sind bei den Tuwinern stets willkommen. Und was sehr wichtig ist, die Gastfreundschaft. Also die Mongolei, seht ihr doch, ist nicht sehr freundlich vom Klima her. Innerhalb von 10, 12 Stunden können zwei Jahreszeiten geschehen. Also zum Mittag Sommer, Hochsommer und gegen Abend in der Nacht Frühwinter. Und unter diesen Bedingungen brauchen die Menschen die Gastfreundschaft. Gäste kommen und Leute gehen auf Wanderschaft. Und wenn ein Gast kommt, da fragt man nicht, wer er ist. Das Erste ist gleich, wird ein Tee gekocht und im äußersten Fall auch ein Hammel oder eine Ziege geschlachtet. Der Mensch, der Wanderer, muss gesättigt werden und er bekommt ein Nachtlager und der genießt alles mit. Für die Gäste gibt es Schafs- und Ziegenkäse, gesalzenen Milchtee mit Jagdbutter und vergorene Stutenmilch und gute Fotomotive. Dondok ist bekannt dafür, dass er ausgezeichnete Lederwaren, Peitschen, Zaumzeuge und Steigbügel für die Pferde herstellt. Und er ist ein geduldiger Lehrmeister, der sein Wissen und Können auch den Jüngeren weitergibt. Es ist Mitte September und auch wenn der erste Schnee in diesem Jahr länger als üblich auf sich warten lässt, so sind die Nächte kalt. Sherry hat getrockneten Dung gesammelt, mit der sie den kleinen Ofen beheizt. Wenigstens für kurze Zeit wird es wohlig warm in der Jurte. Thank you.
Wir leben hier wie die Turbiner selbst. Wir haben von ihnen eine Jurte zur Verfügung gestellt bekommen. Und in der Mitte brennt, wenn es kalt ist, immer ein Feuer, so wie jetzt gerade. Und das müssen wir eben am Abend immer einheizen. In der Früh ist es dann leider trotzdem bitterkalt, weil das ist nur ein Blechofen letztendlich und der haltet null Wärme, so wie vorgestern haben wir, glaube ich, 0 Grad oder sogar Minus in der Jurte gehabt. Und ja, wir essen das gleiche Essen. Dadurch, dass wir sie ständig begleiten, bekommen wir auch sehr viel mit und leben sehr viel mit und waschen uns wie sie am Fluss in der Früh. Heute war Eis drauf, es war auch sehr schön. Und ob ich den westlichen Lebensstil vermisse, ganz sicher. Aber es ist auch schön, mit ihnen zu leben, wie halt sie selbst leben. Das ist eine gute Erfahrung. Noch verläuft das Leben der Turbine weitgehend in seinen gewohnten, althergebrachten Bahnen. Das krummbeinige, milchsäurige und wundergläubige Nomadentum in der kahlkargen asiatischen Steppe ist eine unwiederfindbare, im Zeitenstaub versunkene Kindheit. Kreises Europa, schreibt Galsan Chinak. Doch er weiß auch, dass die sogenannte Modernisierung vor seinem Volk nicht Halt machen wird. Viele Turbiner sind bereits abgewandert, um ihr Glück in den Städten zu suchen. Dort verleugnen viele ihre turbinische Herkunft, um nicht als Mitglied einer Minderheit zu gelten, auf die viele Mongolen abschätzig herabblicken. Doch auch wenn vor den Jurten längst nicht mehr nur Pferde, sondern da und dort auch alte russische Geländewägen oder Motorräder stehen, so sind die Sitten doch die alten geblieben. Bereitwillig lassen sich die Menschen bei ihren Tätigkeiten fotografieren und gewähren den Besuchern Einblicke in ihre nomadische Lebensweise. Eine Lebensweise, die Gernot Gleiss bereits bei seiner ersten Mongoleireise im Jahr 2008 kennengelernt hat. Damals hat er einen anderen Stamm der Turbiner, die Rentiernomaden im Norden der Mongolei, besucht und fotografiert. Ich denke, dass es eine Freiheit hier gibt, die bei uns in Europa schon längst nicht mehr vorhanden ist. Diese Maßregelung, die bei uns in der zivilisierten Welt, wenn wir es einmal so nennen, passiert, ist hier gänzlich unbekannt. Es fängt schon damit an, dass man eigentlich sich ohne Straßen bewegt in diesem unglaublich weiten, großen Land. Und dass das wahrscheinlich die ursprünglichste Form, die man heute noch finden kann, zu leben ist. Das ist das, was mich schon sehr fasziniert hier. Und in dieser Zeit, in der ich hier bin, ein Teil davon sein, ist was Großartiges. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich ursprünglich diese Arbeit begonnen habe zu machen, weil man kommt an Plätze, die wenige Menschen sehen können. Und daher besteht auch meine Aufgabe darin, das in Bildern zu zeigen und den Menschen, die halt nicht die Möglichkeit haben, hierher zu kommen, das in meinen Bildern zu vermitteln. Große Pferdeherden prägen das Bild der Steppe. Jeden Morgen werden die Fohlen eingefangen und festgebunden, damit die Stuten gemolken werden können.
Fleisch liefern die Yaks, Ziegen und Schafe oder Wild wie zum Beispiel Murmeltiere. Tuba sind ja nicht nur Viehzüchter, sie sind auch Jäger. Das sind Wandernomaden, die von der Jagd und von der Viehzucht leben. Und die leben mit einem Fuß zumindest noch in der Urgesellschaft. Also wenn wir auf die Jagd gehen, dann teilen wir alles gleich. Genauso, wenn wir ein Vieh schlachten. Das sind die drei Jurten, was ich hier sehe. Wenn hier ein Hammel geschlachtet wird, dann bekommen die zwei Jurten auch ihre Anteile. Und so ist das, wenn in 10 Tagen in der Jurte, in der anderen Jurte ein Hammel geschlachtet wird, dann kommen die Jurten auch dran. Und in weiteren 10 Tagen wird diese dritte Jurte vielleicht ein Jackjährling schlachten. Dann bekommen die anderen auch Anteile dafür. Geschlachtet wird nach traditionellem Ritus. Mit einem Messer sticht der Schlachter unterhalb des Brustkorbs in den Bauch des Tieres, um ihm dann mit der Hand die Hauptschlagader abzutrennen. Denn kein Blut soll den Boden berühren und die Erde entweihen. Sobald das Tier tot ist, werden die Läufe abgetrennt und das Fell abgezogen und schließlich Innereien und Fleisch aufgeteilt. Beim Zerlegen und bei der Weiterverarbeitung helfen alle mit. Frauen, Männer, Kinder. Jede und jeder hat seine Aufgabe. Am Abend schließlich wird über dem Blechofen, der zugleich als Herd dient, Hammel-Eintopf zubereitet, gewürzt mit wilden Kräutern und Zwiebeln. Dazu gibt es in heißem Öl herausgebackenes Brot. Galsan Chinak verbringt viele Monate im Jahr auf Lesereisen in Europa oder in Ulaanbaatar, um zu schreiben. Doch wann immer er bei seinem Volk ist, besucht er möglichst viele Menschen, die ihm ihre Sorgen und Nöte erzählen
und um Rat fragen. Seit vielen Generationen sind wir die Hauptsippe der Nation. Ich gehöre der Untergruppe Adai Irgit an. Das sind 9 Stämme und die Irgiten sind die zahlenmäßig stärkste. Und die Irgiten haben 5 Untergruppen und wir Adai-Irgiten sind die mächtigsten, auch wirtschaftlich. Galsan Chinak kämpft seit Jahrzehnten unermüdlich um den Fortbestand seiner Volksgruppe. 1995 hat er zahlreiche Mitglieder seines Volkes, die in den Osten der Mongolei zwangsumgesiedelt worden waren, in einer Karawane mit Pferden und Kamelen wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurückgeführt. Galsan Chinak wurde zu einer alten Frau gerufen, die krank ist. Er soll sie heilen. Gernot Gleis begleitet ihn, um den Krankenbesuch zu fotografieren. In der Steppe gibt es keine Ärzte. Die Menschen vertrauen auf die Heilkräfte der Schamanen. Und Galsan Chinak gilt als der größte der turwinischen Schamanen, dessen Begabung schon als Kind entdeckt wurde. Zu Beginn des Besuchs wird Schnupftabak getauscht, wie es Sitte ist unter den Nomaden. Bevor Galsan Chinak schließlich mit der Heilung beginnt, befragt er das Orakel. Er könne, so sagt er, fast alle Krankheiten heilen. Doch er sei auch kein Gegner der Schulmedizin. Ein Schamane müsse ein Diener seines Volkes sein, ein Wanderer zwischen Diesseits und Jenseits. Der Schamane ist derjenige Mensch, der zwischen dem blauen Himmel, dem Höchsten und den normalen Menschen, dem gemeinen Volk steht. Das ist der Mensch Nummer 1, der Übermensch. Also Menschenfreund, Menschenbruder, Menschenvater. Alles, der also für die Menschen tut. Ein heilbringender Heiland, wenn du das so willst. Die schamanische Tradition ist Galsan Chinak wichtig. Sie ist Teil nomadischer Lebensweise. Doch der Bewahrer der turwinischen Kultur will auch ein Erneuerer sein, ein Vordenker, der seinem Volk neue Wege und Möglichkeiten aufzeigt. Viele sagen, die Tradition sei heilig. Und die wissen, dass das passte zu der Zeit nicht mehr. Aber die sagen, so sei es gewesen und deswegen haben wir kein Recht, das anders zu machen. Ich sage, die Tradition ist nicht heilig. Jede Zeit bringt was Neues hinzu. Bei der Overweihe drüben habe ich Widerstände hart brechen müssen. Das waren, also die Frauen habe ich mit eingeladen. Erstmalig in der Geschichte. Sonst haben sie gedacht, Frauen haben kein Recht mehr, an der Overweihe teilzunehmen. Die dürfen nur aus der Ferne zuschauen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal Mann und Frau gemeinsam unser Ovo geweiht. Aus dem ganzen Land sind Turwiner angereist, um bei der Einweihung des neuen Ovo dabei zu sein. Manche waren sogar tagelang unterwegs. Oh.
Ein Ovo ist ein Heiligtum aus aufgeschlichteten Steinen, an dem sich Menschen versammeln, um zu beten und Opfer darzubringen. Ovo wurde ja jedes Jahr geweiht, früher. Jedes Jahr. Sogar zweimal haben wir Ovos geweiht. Einmal zu Anfang des Sommers, damit der Sommer gut ausfällt. Das heißt, damit es viel regnet. Und zum anderen im Herbst, da haben wir gebeten dafür, dass der Winter mild ausfallen möge. Das ist jetzt die Stelle, wo wir Herbst-Oberweihe hatten. Das war ein Hühnengrab, das war ausgeplündert. Und wir wollten jetzt das, die Wunde auch wieder schließen und darüber etwas Heiliges aufbauen wieder. Dreimal umrunden die Frauen und Männer den Ovo und bringen ihre Opfergaben dar. Früher wurden Ovos von Kriegern aufgeschlichtet, bevor sie in den Kampf zogen. Jeder Krieger legte einen Stein auf den Ovo, um ihn nach seiner Rückkehr wieder einzusammeln. Die übrig gebliebenen Steine gehörten den Gefallenen, an die der Ovo fortan erinnern sollte. In der weiten, trockenen Ebene, nicht weit vom Ovo entfernt, hat Galsan Chinak einen Friedhof anlegen und mit Bäumen bepflanzen lassen. Die Begrünung mit Bäumen ist Teil eines umfangreichen Wiederaufforstungsprojektes, das der Stammesführer vor einigen Jahren begründet hat. Aus der Begrünung meines Friedhofes ist nicht viel geworden. Gut, eine Hälfte der Setzlinge und Sämlinge sind grün geworden. Aber die andere Hälfte nicht. Die haben einfach nicht bewässert. Aber dann spielt eine Sache auch eine große Rolle. Das ist der Aberglaube. Die Menschen haben große Angst vor Toten. Unglaublicherweise, unnatürlicherweise. Und die glauben an die Geister und darunter auch an böse Geister. Und die denken wohl, wenn die dort ein bisschen ringsum in der Nähe sind, dann werden sie von bösen Geistern verschleppt. Obwohl dort die eigenen Eltern und Geschwister liegen. In der kleinen Kreisstadt Zengel, wo es auch ein Tuwa-Kulturzentrum mit einigen Gästezimmern gibt, ist das Baumprojekt schon weiter fortgeschritten. Insgesamt möchte Galsan Chinak seinem Land 1 Million Bäume schenken und damit der fortschreitenden, teils illegalen Abholzung der wenigen Baumbestände im Hohen Altai entgegenwirken. Mittlerweile ist die Bewaldung doch eine Volksinitiative geworden. Bis jetzt haben wir 120.000 Bäume gepflanzt innerhalb von 2 Jahren. Und in diesem Jahr sind für 85.000 weitere Gelder eingezahlt. Also im bevorstehenden Monat werden wir die pflanzen. Zu den wichtigsten Feierlichkeiten im tuwinischen Kalender gehört das Nadam-Fest, das einmal im Jahr, meist im Sommer, abgehalten wird. Es ist, als würden zwei Zeitalter aufeinandertreffen. Traditionelle Trachten sind ebenso zu sehen wie Jeans und T-Shirts. Autos und Pferde
reihen sich aneinander. Doch was zählt, ist die Freude und Ausgelassenheit des Augenblicks, die Gernot Gleiss in seinen Bildern festgehalten hat. Die drei männlichen Spiele wird das Fest auch genannt. Und Galsan Cinak ist der oberste Schirmherr, wenn sich Burschen und Männer im turwinischen Ringkampf, im Bogenschießen und beim Reiten messen. Durch Jahrhunderte war der Bogen, der bei den Turwinern traditionell aus Holz und manchmal auch aus den Hörnern des Ziegenbocks hergestellt wird, eine Waffe für die Jagd und den Kampf. Heute schießen die Teilnehmer des Wettbewerbs auf geflochtene Kugeln. Jeder tritt gegen jeden an und dem Sieger winkt ein Sachpreis, ein Hammel zum Beispiel. Und der Titel Kreisschütze. Mit einem Tanz, bei dem die Bewegungen des Adlers nachempfunden werden, präsentieren sich die Ringer ihrem Publikum. Dann beginnt der Kampf, bei dem derjenige unterliegt, der als erster mit der Hand, dem Gesäß, dem Knie oder dem Ellenbogen den Boden berührt. Auch beim Ringkampf muss jeder gegen jeden antreten, bis am Ende ein Sieger, der Kreiselefant, übrig bleibt. Der Titel gilt auf Lebenszeit und der Kreiselefant erhält zusätzlich noch ein einjähriges Pferd als Hauptpreis. Nach den Ringkämpfen schließlich versammeln sich die Reiter. 15 Burschen im Alter zwischen 8 und 16 Jahren. Monatelang haben sie sich und ihre Pferde auf das große Rennen vorbereitet, bei dem sie all ihr reiterisches Können unter Beweis stellen. Auf einer Hochebene in der Nähe des Herbstlagers ist der Startpunkt. 25 Kilometer müssen die jungen Turwiner dann im gestreckten Galopp zurücklegen. Das Nadam-Fest ist vorüber. Die Ringer, Bogenschützen, Reiter und die vielen Zuseher sind nach Hause zurückgekehrt. Das Leben verläuft wieder in seinen gewohnten Bahnen. Vor einer Jurte werden Hammelläufe und Hammelkopf, eine Spezialität bei den Turwinern, zubereitet. Das Fell muss über dem Feuer abgesenkt werden. Der Rauch verleiht dem Fleisch, das später noch gesotten wird, eine besondere Geschmacksnote. Ich bin
Die Frauen und Männer genießen das seltene Festmahl. Die Gespräche kreisen um den bevorstehenden Aufbruch. Denn auf den Bergen ist bereits Schnee gefallen und schon bald werden die Jurten wieder abgebaut und in den Bergen die Winterlager errichtet. Auch für Sherry Topp und Gernot Gleis steht der Aufbruch bevor. 3 Wochen haben sie unter den Turbinen gelebt. Über 8000 Fotos sind entstanden. Momentaufnahmen vom Leben eines kleinen Nomadenvolkes, das an einem Wendepunkt in seiner Geschichte angelangt ist. Oder, wie Galsan Chinak schreibt, die Altersbeschwerden Europas stehen dem Nomadentum noch bevor. Ein letzter Halt auf dem Weg zurück nach Ölgi und weiter in das greise Europa. Eine Kamelherde zieht vorüber. Wie ein Abschiedsgruß des großen Stammesführers und Schamanen der Turbiner, Galsan Chinak, der die Kamele mit seiner Karawane vor bald 20 Jahren zurück in den hohen Altai gebracht hat. Ich habe das Lebensalter meines Volkes um mindestens 50 Jahre hinausgezögert. Und ich weiß, um diesen Zeitpunkt von unserem Ende hinauszuzögern, muss jeden Tag, jeden weiteren Tag gekämpft werden. Und das tue ich.